Hallo meine Freunde, willkommen zu Honeycomb The World Beyond. Das ist ein Steam-Demo davon verfügbar. Ich habe nur das Problem gerade, dass mir die Demos hier die Zeit davon läuft. Es ist ziemlich blöd mit den ganzen Sachen, was jetzt die EM und die urviele gleichzeitig, große Releases. Ich probiere jetzt noch ein paar Demos zu covern. Deswegen heute Nachmittag, es ist der 17. Nachmittag, um 19 Uhr sind die Demos weg. Deswegen schaue ich mir jetzt an, dass ich jetzt Mittagspause noch eine hinkriege und vielleicht nachher dann noch eine. Die kommen dann später online. Wenn ihr das seht, werden die Demos wahrscheinlich nicht mehr verfügbar sein. Aber ihr habt einen Eindruck vom Game. Schauen wir uns mal Honeycomb an. Warum habe ich das? Es ist ein Singleplayer-Game. Was gut ausschaut. Da steht, Honeycomb The World Beyond ist ein Survival-Sandbox-Spiel, in dem du dich auf eine bioingenieurische Reise begibst. Erkunde den Planeten Sota 7, sammle Ressourcen und stelle Gegenstände her, kreuze Tiere oder Pflanzen und führe Experimente durch, um neue Arten zu entdecken. Hört sich cool an, oder? Und genau deswegen starten wir da jetzt einmal rein. Spielmodus überleben, kreativ bauen. Nein, das sind schon mal Sachen, die gute Einstellungen. Also das wirkt schon mal sehr durchdacht. Wir lassen das natürlich jetzt da. God Mode. Wir werden das natürlich jetzt gleich mal auf Standard lassen, weil das dem Samsung sackt diese Anzeige von der Maus da unten, die kriegen nicht weg. Ja. Der mäßige Ergebnisse liefert. Ja, na gut. Alleine die Beschreibung, Leute. Temporal Super Resolution, ein Algorithmus der nächsten Generation, der mäßige Ergebnisse liefert. Wähle ich natürlich standardmäßig an, bevor ich NVIDIA Deep Learning Super Sampling, fortschrittlicher temporaler Algorithmus mit guten Ergebnissen. Weil er weiß ja, dass ich eine NVIDIA-Karte habe. Also so ist das ja nicht. FrameGen gibt es auch. Sehr schön. Episch lassen wir mal automatisch erkennen. Was macht er da? Achso, na, ist schon fertig. Also alles auf hoch. Das werden wir mal lassen bei Audio. Schauen wir nur, Streamer Mode gibt es nicht. Nicht, dass da wieder irgendwie Probleme irgendwo entsteht. Dann wird meine Sprache wieder ziemlich. So, wir haben nicht lang Zeit. Meine Mittagspause läuft. Los geht's. Explorer, nicht verfügbar, na, dann brauchen wir nicht viel nachdenken. Silence used to sound different. Whispering wind and rustling grass. I've only ever heard them on recordings. The planet has been slowly wasting away for generations. In the end, we became prisoners of our arcs. My brother was obsessed with the old world. A world where we lived in nature. I promised I'd do my best to bring it back. I was working hard to get into the labs. That's when the news about Operation Honeycomb broke out. Could we find salvation in the stars? Vital signs stable. Whee! Would I ever see the Earth covered in green? Ich habe jetzt nichts überrissen. Wo fliegt die jetzt hin? Damn. Also ich lasse die Facecam mal aus, dass mein Scary Face nicht immer rumhängt in die Sequenzen. Painkiller? Ich finde immer geil, dass Schmerzmittel Painkiller heißen. Ach du Scheiße, wie viel DPI sind da standardmäßig immer drin, hey? Irgendwie tut mir das fast schon wieder leid. Dass, wenn ich mir das jetzt so anschaue, den Anfang, tut mir das fast schon wieder. Ja, es ist noch immer schneller, was geht. Unscharf ist alles. Painkiller. Klick. Kann ich das alles mitnehmen? Ja. Standardmäßig in jedem Spiel nimmt man alles mit. Das kann nicht schaden.
Da gehen beide Türen auf. Okay, kann ich mich hier waschen? Warte, was steht da? Halten Sie gedrückt, um den Kreis um die zu öffnen, fahren Sie mit der Maus über einen Slot und weisen Sie das Schmiermittel zu. The fuck? Oh, ich habe Schmiermittel gelesen. Ha, ich mein Schmerzmittel. Ich bin ein Idiot. Das ist dieses hektische Schnell-Schnell immer, weißt? Drücken Sie links, um zu konsumieren. Konsumieren mal, so. That feels much better. Thank you, la. So, what's going on? Where am I? Welcome to Operation Honeycomb. Your chance to play your part in saving our cradle. The fate of humanity rests in your hands, scientist. Time to get to work and find the cheat code to hack the ecosystem. Unpacking database, please stand by. Oh, right. I really need to wake up. Is this what space travel is supposed to feel like? Viel besser vom Tiering her. Was rennt denn da oben für eine Zeit runter? Ist das die Demo-Time? Ich weiß nicht mal, ob ich das machen soll. Das Ding hat ja gesagt, Unpacking, please wait. Oh. Oh my word. What is this place? Watch out for symptoms of post-stasis sickness. Gentle physical activity is advised after a long medically induced sleep. Collecting new plant and ore samples will let me adapt my blueprint database to local resources. Sit down. Take advantage of your assisting team, huh? So, where is everybody? I guess I'll just keep busy while I wait for them then. Won't hurt to get the basics out of the way. Leitfaden zum Erfolg. Fertigen Sie grundlegende Werkzeuge, Meißel, Rosenschere, Kelle unter Verwendung von Titanerz. Benutzen Sie einen Fabricator in Ihrer Landekapsel, den Fabricator. Sammeln Sie Ressourcen und Pflanzen mit Hilfe Ihrer Grundwerkzeuge. Konsumieren Sie wasserreiche Früchte, um Ihren Durst zu löschen. Errichten Sie Ihre Basen in der Nähe von Wasser. Vergessen Sie nicht, Ihre Basen mit Wasser und Elektrizität zu versorgen. Verwandeln Sie die gesamten Pflanzenprodukte in praktische Proben in Ihrem Inventar. Bauen Sie einen Analysator, um mehr über das außerirdische Leben hier zu erfahren. Als unser Bioingenieur benötigen Sie ein Pflanzenbeet, um mit Pflanzen zu experimentieren. Versorgen Sie Ihr Pflanzenbeet immer mit Wasser und Elektrizität, um Ihre Experimente am Leben zu halten. Okay. Das ist mal was Wichtiges. Das ist wirklich cool, dass man das da oben mal... Das ist schnell. Dass man da oben schön einstellen kann, das finde ich wirklich gut. Also. Da, weil manchmal hat man da oben schon besser. Da oben so viele Sachen, dass man schon immer mehr weiß, wohin. Und das ist die Frage, ob das DLSS ist. DLSS hat nämlich manchmal die Angewohnheit zu schlieren. Ja. War DLSS. Kenne ich nämlich schon von Hydroneer, da ist das auch so ein Problem irgendwie. Warum weiß ich zwar nicht, aber es ist so. Das ist weniger schlimm. So, haben wir jetzt irgendwie im Journal was zu tun? Das ist der Leitfaden zum Erfolg. Statistik, uns geht's gut.
Inventar. Entwürfe. Was ist denn zum Beispiel zum Herstellen? Titan. Okay, das ist das, was ich tun soll. Compendium haben wir noch nichts. Den normalen Manager auch nicht. Kurzbeschreibung der Mission. Kümmere dich um deine Gesundheit. Ja, also eigentlich habe ich hier nicht allzu viel zu tun. Lass mal rum ein bisschen. Ah, Titan liegt hier rum. Das ist gut. Gefällt mir. Aber das schaut ja so richtig cool aus hier mal. Das wird, der schreit schon wieder nach einem Screenshot. Aber da gibt es ja wieder einen Fotomode. Was macht denn der? Sehr cool. Der Fotomode ist ein bisschen strange. Mache ich lieber händisch über OBS. So. Wir sollen hier was herstellen. Wir haben jetzt hier im Entwurf drin die Schaufel. Okay, mit Leertaste craftet das nicht. Ah! Craft in dem Fabricator da drin. Hör mal auf. Hast du einen Fabricator? Eh, fertige. Piep. Soll ich jetzt was dazu sagen, dass ich nach jedem Ding das Menü verlassen muss, klicken und wieder reingehen? Realistisch? Ja. Lästig? Ja. Drohnenbauer! Eine einfache Baudrohne. Kann ich sowieso nicht machen. Oh, Meißel. Den müssen wir noch herstellen. Und das geht sich hier alles nicht aus. So. Jetzt habe ich in meinem Inventar das alles drin. Kann ich das irgendwie anlegen? Eins. Zwei. Drei. Hallo? Drei. Moment, das ist ja wieder... Okay, das war was anderes. Ah ja, mittlere Maustaste hier. Hier. Ah, den Leuchtstab kann man nicht anlegen. Okay. So, was bist du? Ein Meißel. Ist eine Beschreibung dazu? Gottes Willen. Erinnert euch noch an das mit Kuh, wirft man Sachen weg. Scheiße. Ein Handwerkzeug, das zum Schnitzen und Schneiden von Gegenständen und Materialien verwendet wird. Okay. Ermöglicht das schonende Sammeln von jungen Zweigen und Pflanzengut. Okay. Lässt sich interessante Dinge ausgraben. Auch okay. Kollisionsmodell. So, warte mal, auf T bei der AR-Modus. Ah ja, Pflanzi. Buddel. Okay, die leuchten nur so. Sammle ich ihn da. Lavia-Stachel. Geschlossene Blüte mit unentwickelten Pflanzenembryonen. Optisch ist es ja der Oberhammer, muss man also wirklich sagen. Also wenn ich mir das da anschaue, das ist... Oh, das schreit nach Meißel. Aber ich glaube, wir werden hier einen Screenshot machen. Das ist jetzt ja wirklich... Das ist schön. So, gemacht. Wir haben mal hier meißeln.
hinten auf die gelben Punkte ist. Wenn ich T ein ausschalt, ändert sich nicht viel. Da ist noch ein Häufchen. This plant is not ready for harvest. Warum nicht? This plant is not ready for harvest. Wurscht, grabe ich aus. Nein, okay. Grabe ich nicht aus. Also ausschauen tut's ja cool. Das Spiel ausschauen tut's wirklich gut. Das ist wie eine Renaturierungsteil, oder was soll das darstellen? So eine Renaturierung war was. Erst Nachrichten. Ebenholzlinden. Und die anderen gerade, oder? Gut, und warum kann ich mit der nichts machen? Das ist wahrscheinlich eine, die ich nicht ernten kann. Okay, was sagt unser Entwurfteil hier? Das ist was Kleines. Das sind Essen. Das ist, weiß nicht, das auch nicht. So, gut, so viel dazu. Journal. Nicht alle Pflanzen auf Sota 7 sind von Anfang an nützlich für mich, aber das kann ich ändern, indem ich in die Fußstapfen von George Mendel trete und die Hybridisierung durch Allogamie fördere. Kann ich neue Pflanzenarten mit neuen unterschiedlichen Eigenschaften erschaffen. Alles, was ich dazu brauche, ist eine Anzuchtschale, zwei verschiedene Pflanzen aus der gleichen Pflanzenfamilie, Zugang zum Wasser und eine Bienenpfeife. Nein. Kann ich das machen? Bauxit habe ich sogar. Magnetit? Nö. Kabelsatz? Okay, das heißt, wir werden uns noch ein bisschen umschauen müssen. Gut, das war jetzt Bauxit. Ich habe schon so ein Gefühl, wenn das Spiel in der kurzen Zeit, was ich hier jetzt habe, nicht recht weit gehen wird. Aber es vermittelt euch vielleicht mal einen Eindruck allgemein und vielleicht kanntet ihr das Spiel ja nicht. Dann wisst ihr es jetzt, dass es es gibt. Und noch 12 Minuten, dann muss ich weg. Mitkommen. Ist eine Karte? Nein, hasse das. Ehrlich. Nervt mich. Beim sind die alle an. Da von Sausi. Ah, der zeigt mir auch da Pflanzen an. Oxid. Ah, cool. Das heißt, wenn ich in eine Richtung laufe, zeigt der Musiker was an. Aber Vorsicht! Ihr kennt es. It's cool, man! Ja gut, das habe ich hier schon so viel von dem Zeug. Was denn das? Kacke. Zur Beruhigung, es war keine Kacke. Aber geil ist schon von der Vegetation. Hier schaut das schon cool aus, alles. Nochmal Kacke. Also nicht Kacke.
Vegetationstechnisch, grafisch und auch soundtechnisch ist das Spiel jedenfalls schon über Edencraft, ja? Wobei Edencraft ein witziges Ding ist. Also das ist soll jetzt wirklich nicht böse gemeint dem Spiel gegenüber. Ich spiele das wirklich gern. Ich glaube, ich kann nur heute nicht mehr, weil das mit der Demo nicht ausgehen wird. Aber das hat schon Potenzial. Satisfactory ist geil, Planet Crafter ist geil und das ist ja wirklich teils von der Essence her teilweise schon ziemlich ähnlich. Aber ich glaube schon, das ist was schon recht witzig. Also, man findet hier praktisch, meinst du mich, vielleicht nichts zum Abbauen. Weil der Scanner ist ja für den Arsch fallen, weil er das von so leicht auf da oben, da von gelb auf hellblau und manche Sachen von schwarz auf gelb macht. Gelb geht so unter in dem Ganzen hier. Stutzen wir den ein bisschen. Nicht gebrütet. Ja, mein Problem ist, ich brauche ja laut dem Ding eine Anzuchtschale. Aber ich weiß nicht, eine Anzuchtschale. Wo ist eine Anzuchtschale? Ah, nur sicherheitshalber. Nicht, dass ich da das Getränk verwechselt habe und das ist eine Anzuchtschale. Ist ja cool. Es erinnert aber wirklich an Kreide. An Satisfactory. Hier. Mit diesen Riesenblätter. Ist schön gemacht. Kann man eigentlich nicht wirklich sagen. Schön ist. Jetzt muss nur noch was herhalten, gameplay-technisch. Kupfer. Ist aber. Ja, ich bin oft belastet. Man muss aber dazu sagen, es ist halt. Das muss auch dieses Ingenieur da sein. Muss man schon mögen auch. Damit meine ich, es gibt sicher Leute, die sagen, nee, ist mir zu langweilig. Aber solche Leute spielen im Normalfall dann auch kein Satisfactory. Weil da geht es ja auch nicht ums Kämpfen oder so. Ha, gar nicht so weit weg. So, schauen wir mal, was wir da noch schnell machen können. Vielleicht kriegen wir noch was zusammen. Ja, Anzuchtschale. Es ist schade, dass die letzten Tage und alles, ich habe da ein bisschen, es tut mir wirklich leid, aber ich habe mein RL genutzt auch. Was soll's ja nicht glauben. Ich habe mein RL auch genutzt und das hab ich, da hast du halt wirklich dann das Problem, dass man früher oder später die Zeit ausgeht. Untertags Familie, am Abend WM, EM, Entschuldigung. Das ist halt irgendwie Arsch mit Ohren. Okay, wo warten wir das jetzt? Mach auf wieder. Piep. Fertig das einmal. Ah, man kann es anscheinend als Fertiges nehmen. Das ist ja praktisch. Könnte ich jetzt vielleicht auch noch mehr herstellen als eins? Nö, wahrscheinlich eher nicht. Warum? Weil das Spiel sagt nein. So, passt. So, es ist Magnetit dabei. Wo kriege ich Magnetit her? Wo kriege ich Silber her? Leitung. Warum raunzt der so? Schlafsack. Nimm, so. Bin noch nicht wirklich. Haben wir hier. Ah ja, da hatten wir ja Kästen, ja? Okay. So ist ja nicht. Kindly reminds you that devices in your base need both electricity and water to function. Es ist cool, dass sie mich daran erinnern. Wie kriege ich das? Statt nur blöd zu reden, könnten sie mir auch helfen. Wie wäre es damit? Mein Problem ist nämlich, ich soll ja da irgendwie Sachen herstellen. Was ist denn das? Textilfaser. Ich soll ja eigentlich ein Pflanzenbeet herstellen, aber ich habe ja nichts. Ich kann ja nichts machen. Oder ich habe einfach noch nicht das richtige
ich doch gern, scheiß Pflanze. Ich will jetzt nicht zu weit greifen, aber ich denke, das Spiel ist ja langfristig ausgelegt. Stutzen wir dich mal. Und damit meine ich eher, dass ich es auch nicht jetzt schlecht meine. Wenn das könnte sicher das. Ich glaube, dass das recht entspannend wird. Ein richtig entspannendes Game werden. Aber ich würde es auf jeden Fall bis zum Schluss probieren. Aber das Problem ist, mir geht die Zeit aus. Die Demo ist jetzt hier zu Ende. Heute Abend 19 Uhr. Ich wollte es euch noch zeigen, schnell, dass ihr es halt gesehen habt. Vielleicht auf die Wishlist setzen könnt. Es schaut jetzt mal grafisch gut aus. Es schaut auch gameplay-technisch nicht so schlecht aus. Ich würde mal nur gern wünschen, dass sie mir mehr sagen, was ich tun soll. Weil ich habe jetzt das Problem, dass ich zum Beispiel einfach nicht weiß, wo kriege ich jetzt. Das ist sicher eine Bergbausache dann. Ich habe jetzt einfach nur das Problem, dass ich zum Beispiel nicht weiß, wo kriege ich diese Anzuchtschalen her, die ich machen soll. Ja? Weil mein einziges Crafting-Teil hat es nicht als Rezept und ich habe eigentlich... Ja. Und ich habe es bei mir in den Entwürfen da auch nicht drin. Weiß nicht, wie... ob man vielleicht mit dem Zeug im Inventar was machen kann? Ablegen, Essen, Teilen, Probenahme... Und? Nein, nicht teilen. Probenahme. So, jetzt habe ich zwei Proben. Kann ich jetzt mehr machen? Seht ihr? Warum nicht? Also ich glaube, meine Idee wäre, hier jetzt weitere Ressourcen suchen. Wenn ich mir das so anschaue, gibt es ja sicher noch Ressourcen, die ich noch nicht habe. Aber es wirkt halt, das Spiel wirkt halt total harmlos, ja. Also es, ich glaube nicht, dass uns hier viele Gegner entgegenkommen werden. Vor allem, weil wir ja hier sind, um das ganze Theorie neu anzubauen, beziehungsweise neue Arten zu kreuzen. Ich glaube, das erinnert mich eher an dieses Spiel von früher, wo man die ich weiß nicht mehr, wie es heißt, ganz bekannt gewesen, wo man die Tiere miteinander kreuzen konnte. Nein, ich meine nicht Skylanders. Ging das nämlich auch mal. Swipe Boss oder wie die geheißen haben. Bauxit. Gut. Ja, ich werde schauen, dass ich heute noch eine zweite Demo anspiele, die dann auch weg ist. Und ein paar andere Spiele, die ich mal angeschaut habe, waren Gott sei Dank keine Demos, sondern sind Playtests. Da werden wir überall einmal reinschauen, bevor jetzt dann die große Ansturm an Spiele released. Und ich bin froh, dass ich das jetzt hinbracht habe hier. In zwei Minuten endet das hier. Ich hätte gerne mehr gezeigt, aber das ist halt leider, ja, ihr seht es ja. Es wird da nicht wirklich was gesagt und mach halt irgendwas, ne? Ja, das ist vielleicht eher für den Gärtner, was das Spiel. Ich wollte es aber unbedingt probieren. Bin auch froh, dass ich es gemacht habe. Und ja, jetzt habt ihr mal einen Eindruck davon. Es wirkt sehr ruhig und gemütlich. Ich glaube schon, dass wenn man das will, glaube ich schon, dass man einige schöne Stunden in dem Spiel verbringen kann. Vor allem, wenn man da wirklich dann neue Tiere züchten und stehen kann. Letztes Mal auf die Wishlist, Leute. Vielleicht schauen wir es sich einfach mal an, wenn es dann wieder erscheint und die nächste Demo rauskommt. Vielleicht haben wir auch ein Glück und der Entwickler sagt, ja, die Demo läuft halt weiter. Dann hätten wir ja noch die Chance. Wäre ja nicht das erste Mal, dass der Entwickler sagt, Demo und geht nicht offline. Ihr seid so live und spielt es weiter. Kam schon öfter vor. Corp kindly reminds you, to collect as much resources as you can carry with ease. Use AR Mode to find them easily. Der AR Mode ist für den Arsch, Alter. Sag ich da gleich. Ohne Scheiß jetzt. Wir sind eh in der Schlucht anscheinend eingesperrt, die großen Wände da oben. Halten uns da anscheinend weg. Gut. Es ist jetzt in Wirklichkeit 12.56 Uhr, ich muss in die Arbeit. Um 13 Uhr. Dauert ein bisschen. Bin da ja nicht so. Gut, okay. Ach Gott. Gut, schönes Spiel. Wir sehen uns dann wieder.
Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber Leute, könnt ihr nicht vergessen, würde mich freuen. Ich spiele euch noch ein paar Demos an, wenn ihr sie sehen wollt. Bis dann. Adios. Ciao.